Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Space. Wir waren gerade dabei, von diesem Schiff zu flüchten, als es hier ein bisschen schlecht für uns aussah. Wir haben Hammond verloren, dafür haben wir den Singularitätskern. Und ich springe jetzt hier einfach mal quer durch den Raum und hoffe, dass ich hier auch das einfach überleben werde. Hat bis jetzt funktioniert und ich hoffe, wir werden von nichts verfolgt, denn ich habe keinen Bock, mich jetzt umzudrehen und zu gucken. Ende der Schwerelosigkeit. Sieht ganz gut aus. Und ich bin wieder zurück. Auf unserem Schiff. Die Ishimura. Und hier sieht es doch ganz gemütlich aus. Im Verhältnis zu da drüben. Wo gerade alles in die Luft fliegt. Dafür haben wir hier... die da. Und pirouettierende Arme. So, okay. Ich muss ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Sehr schönen Shop. Ich hatte immer noch keinen neuen Anzug, aber das ist mir gerade ein bisschen egal. Denn ich habe auch gerade, Moment, hier Inventar. Ah, 25.000 Credits. Leck mich am Arsch. Sehr, natürlich verkaufen. Ich habe nicht gut... Ja, okay, Munition habe ich noch relativ viel, sagen wir mal. Ich muss ein bisschen Medipacks locker machen jetzt. Ich mache mal zwei große locker und kaufe mal ein mittleres. Ja, richtig gehört, ich kaufe ein Medipack. Und wo haben wir es denn? Medipack, Medipack, Medipack. Mittel. Kostet 5.000, kann ich mir leisten. So, dann kaufe ich aber nochmal zwei Energieknoten, habe ich nur 50.000 zur Not. Verkaufe ich wieder ein bisschen was. So, wo geht's denn lang? Da, blöde Frage, wo geht's lang? Ist klar. Ja, da vorne ist nochmal... Ach, hier sind wir schon, Monorail. Ach so, so ein... Echt? Ich hätte diesen Level fast größer in Erinnerung. Tatsächlich. Wow. Die Folge lohnt. So, ich bastel noch ein bisschen an der Waffe rum. Dann fahre ich kurz mal ins nächste Level. Moment, an dem da wollte ich rumbasteln. Und zwar die Breite. Und das Nachladen ist mir auch wichtig. So, mal kurz gucken. Da brauche ich definitiv einen für, um da hinzukommen. Und da hinzukommen brauche ich auch einen. Ich gehe einfach hier unten rum, ne? Ist egal. Also den da. Nochmal die Breite. So. Okay. Sieht doch schon mal ganz passabel aus. Dann gleich mal kurz nochmal die Waffe angucken und wir sehen, wenn wir so halten, ist ein bisschen breiter. Wenn wir so halten, fällt es nicht allzu sehr auf. Egal. Was soll's. Nichtsdestotrotz müssen wir weiter. Mal schauen, wo es uns diesmal hinführt. Kapitel 9. Tod bei Ankunft. Abgeschlossen. Und wie eh und je wird gespeichert. Es gab mal eine Zeit, da habe ich das ganz gut immer weggeschnitten. Kapitel 10. Das Ende aller Tage. Und wir fahren zurück auf die Brücke. Oder? Ich habe gar nicht gelesen, ehrlich gesagt. Das war es nur so. Eine Vermutung, aber wir können ja nicht schon wieder auf der Brücke rumgucken, oder? Nein, das sieht nicht nach Brücke aus. Wir waren hier noch nicht. Das ist, was ist das denn hier? Keine Ahnung. Was soll's. Isaac, ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Okay. Klingt nach viel Laufarbeit. Und was immer hier passiert ist, es sieht aus, als wäre hier Unitology gewesen. Also mit diesen Kerzen am Boden und so. Und jetzt wird auch noch gesungen im Hintergrund. Na toll. Das macht mir natürlich super
gute Laune. Was ist mit denen los? Sie haben alle die Köpfe verbunden irgendwie. Alles sehr merkwürdig hier. So. Da liegt was rum. Ist das ein Schema? Nö, ist nur Munition. Ich hätte gerne den nächsten Anzug. Ich weiß, ich jammer gerade ein bisschen rum, aber ich hätte echt gerne den nächsten Anzug. Ich hoffe, es gibt noch einen. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Aber was ist hier passiert? Also, egal, die sind ja nicht irgendwie verwundet in dem Sinn jetzt. Die sind ja nur... Ja, nur tot. Mit verbundenem Kopf. Muss wahrscheinlich nach oben. Dann gucke ich erst in den kleinen Raum rein. Shoppen war ich ja gerade. Das heißt, da muss ich eigentlich... Oh, das ist ein großer kleiner Raum. Dann geht es wahrscheinlich nachher lang eigentlich. Deswegen geht es auch noch nicht... Weiter, fuck. Komm runter. Willst du mich verarschen? Ich weiß, erst so einen großen Schreck mir einjagen und dann nicht runterkommen. Was soll denn der Scheiß? Ich will nicht durchlaufen. Bin drauf gefasst. Oh Mann. Ich weiß, ich bin falsch, aber ich... Ich will jetzt genau hier lang gehen. Was ist das hier? Ja, genau danach habe ich gesucht. Hahaha, siehst du. Gegen das System. Immer schön da lang gehen, wo man nicht lang gehen soll. Was ist denn da dahinter? Ich muss mal kurz auf die Karte gucken, ob ich jetzt... Ja, da muss ich nachher definitiv lang... Was ist denn das? Zur Shuttlebuch wahrscheinlich, ne? Würde ich mal vorsichtig behaupten. Das Lock höre ich mir noch kurz an. Achso, ist ein Lock vor allem, das ich mir anhöre. Mhm. Das ist nämlich hier... Ach, Z-Ball. Ach, hier kann man spielen. So, sehr schön. Ach ja, da kann ich meine Chinese für brauchen. Ich erinnere mich. Soll ich wieder eine Folge... Eintritt Schwerelosigkeit. Soll ich wieder eine Folge verzocken einfach? So. Können wir mal machen, ne? Und dann kaufen wir in der nächsten Folge den Anzug. So, wie war denn das noch gleich? Hey, das ist ein Stasi-Modul, ne? Nicht? Schön da drauf. Oh oh. Ups, nicht gut, nicht gut. Fuck you. Ich muss noch von der Plattform runter. Schwarze, wollt ihr mich verarschen? Wo sind sie denn? Achso, direkt vor mir. Ja. Blind vor Erkenntnis nennt man sowas. Du lebst noch. Tot. So. Oh Mann, ihr ekelhaften Viecher. Weißt du, denkst du, hier kommst du hier guten Gewissens rein und denkst, oh geil, spiel eine Runde und dann bist du angegriffen. War nichts mit Spielen. Mann, Mann, Mann. So. Okay, ich glaube, ich muss nochmal raus zum Spielen, ne? Oder muss ich nur auf das... Ja, genau, muss man aufs vorderste Feld. So, jetzt kann ich sagen, Start. So, jetzt muss ich auf diese Felder hier springen. Und, fuck, diesen Ball schnappen und irgendwo da rein knallen. So, dann muss ich auf den... Also, am besten ist es, wenn ich auf diesen Feldern hier stehe. Gibt am meisten Punkte. Aber es läuft natürlich nach Zeit, sag ich mal. Wenn ich zu lange brauche, deswegen gleich jetzt mal einfach auf diesem Feld hier stehen. Und guck, dass ich mal die Bälle einfach abpasse. So, am Anfang ist es noch einfach, dann muss ich es nur da reinstecken. So, komm her. Aber das wird nach mit der Zeit schwerer, daran kann ich mich noch erinnern. Das war mir sehr witzig, dieses Spiel. Und aber auch hier kann ich wieder eindeutig ganz tolle Sachen kriegen.
Es ist, glaube ich, egal, woran ich es rein knall. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, siehst du, Punkte steigen immer. Würden um mehr steigen, wenn ich auf den leuchtenden Feldern stehen würde. Das ist der einzige Sinn von diesen leuchtenden Feldern. Das Problem dabei ist einfach, da rechtzeitig hinzukommen, ne? So. Wie gesagt, erster Level noch ganz easy. So, was haben wir noch? Bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie, es geht ja nicht. Noch 24 Sekunden haben wir noch. Halt, 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 halt. Ach, nee. Ball. Komm her. Fuck. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm, der geht noch rein. Ah, gerade noch so, ne? So, mal kurz gucken. Ich springe mal dahin. Dann können wir mal gucken. Ich habe jetzt gerade 20 geschafft. Auf Level 1. Belohnungsschrank freigeschaltet. Siehst du, dann krieg ich... Gibt's Glückwunsch. Hier, ja, ist ja gut. Gibt's da so Belohnungsschränke? Da ist immer was drin, wie zweimal. Hat's vollgebracht. Eintritt Schwerelosigkeit. Komm, ich probiere nochmal. So, und jetzt gehen die Dinger nämlich jetzt zum Teil zu. So, muss ich gucken. Also auf dieses Feld hier springen zum Beispiel. Den Ball finden erstmal. So. Ja, und das Problem dabei ist einfach, man braucht viel zu lang, ne? So. So, ich bleibe mal hier vorne stehen. Nein, fuck. Ah, fuck. Diese... Nein. So, Ball. Komm her. Ja, das Schießen war ein bisschen einfacher. Muss mal hier hinspringen irgendwie. So. Und da rein. So, davon, für dieses hier gibt es Punkte. So ein bisschen Boost, sag ich mal. Glaube ich. Kurz drauf achten. Ich hatte. Dieses hier gibt es 2 Punkte für. Umso mehr Felder ich hier abklappe, umso. So, das heißt, es in dieser Zeit, wo ich diesen einen. Nein. Diesen einen versenke, müsste ich mehr. Also, es muss eigentlich. Ich blick selber nicht so ganz. Was muss ich tun? Nein, ich weiß schon, was ich zu tun habe. Es geht nur darum, ich überlege die ganze Zeit, ob ich schneller bin, wenn ich die Dinger einzeln verschieße oder wenn ich wirklich. Wenn ich hier über diese Platten hüpfe. Ich kann es nicht sagen, ganz ehrlich. Wie lange noch? 17 Sekunden, das schaffe ich niemals. Egal, wo ich... Na, ich kann so hoch kann ich gar nicht gucken gerade. Aber dafür ist die Maussteuerung doch einfach zu schwammig. So, hier, da rein. Okay, schade. Ich glaube, es hat auch gar keine Belohnung jetzt gebracht. Ich habe, glaube ich, weniger als beim ersten Mal. Beim ersten Mal hatte ich 20... 17 habe ich jetzt. Jetzt kein Belohnungsschrank für, ne? Belohnungsschrank freigeschaltet. Okay, doch. Glückwunsch. Yay. Oh, das ist ganz gar nicht mal schlecht. Das pfeife ich mir gleich rein. Zack. So, ach komm. Was soll's. Genug gespielt für heute. So. Gönnst mir die Spielfreude nicht, ne? Dankeschön. Das sind übrigens alles meine Abonnenten, gegen die ich hier gerade spiele. Nein, Quatsch. So. Wie sieht's aus? Hier ist tote Hose. Lohnt es sich nochmal einmal zu spielen? Es lohnt sich nicht nochmal zu spielen. Ich kann hier nicht zweimal so kurz hintereinander eine Spielfolge bringen. Vor allem nicht, wenn ich so schlecht bin. So, da war er zu, genau. Allzu gut. Die Zugangskarte
hätte ich. Ich sehe, da oben ist eine Werkbank. Fuck. Nein, nein. Fuck, nein. Oh, fuck you, nein. Geh drauf, du Drecksvieh. Ja, hätte schlechter laufen können. Wäre aber auch besser gegangen. Oh Mann, ich hasse diese Viecher, ohne Witz. Die machen immer alles kaputt. So, jetzt ist Stimmung. Wieder alles im Eimer. Dankeschön. So, sonst noch was? Nein? Gut. Jetzt hab ich das alles. Das heißt, einmal kurz hierher. Okay. Ja, Anzug Level 5. Den kaufe ich mir jetzt auch. Und dann geht das restliche Geld. 60.000, siehst du. Bisschen teurer wieder. Und einmal rein in die gute Stube. Und wieder ein bisschen was an den Anzug rangeschraubt. Ich vermisse dabei jetzt gerade bei dieser Sequenz ein bisschen den Ton, ehrlich gesagt. So. Jetzt sieht es doch schon mal ein bisschen nach was aus. Also so im Verhältnis zum ersten Anzug. Beziehungsweise diesem Anzug als Level 1. Ne? Man sieht ja schon da oben jetzt, ne? Hier hatten wir so zwei einzelne Streifen und jetzt sieht es schon nach mehr aus, ne? So, Munition. Ne, lass kurz gucken. Habe ich hier noch? Ich habe hier noch Stasepack. Brauch keine Sau. Ich habe kaum noch Stase. Eins pfeife ich mir gleich rein, ein Stasepack. Flammenwerfer habe ich nicht. Weg mit. Strahlmunition. Es nervt mich nach wie vor, dass sie sich nicht mehr stacken lassen, sondern nur immer nur so 6er-Pack. Bin ich scheiße, ehrlich gesagt. So, dann habe ich zwei große und zwei mittlere. Ich lasse es mal, bin mir nicht sicher, ob wir davon was brauchen können nachher. Ach so, ja, dann kann ich ja gar keinen Energieknoten mehr kaufen. So teuer war das. Egal, wir sind jetzt so ein bisschen... Ach so, komplett leer ist sogar die Stase. So, na dann ist klar, dass ich hier mal eins mir reindonner. Ups, was liegt denn da? Noch ein Textlog. Was steht da Schönes? Gemeinsam werden wir auferstehen. Ist Unitology eine neue Hoffnung oder nur der nächste Schwindel? Von Carrie van Octen. Otken, so rum. Nicht Octen, sondern Otken. So, wenn Sie während der letzten 200 Jahre auf dem Mars gelebt haben, wie so ziemlich alle meine Abonnenten, könnte es sein, dass Sie die am schnellsten wachsende religiöse Bewegung der Geschichte verpasst haben. Die Church of Unitology hat inzwischen über 1 Million Anhänger, darunter einflussreiche CEOs und Offiziere, hält nach einigen eigenen Angaben Aktien im Wert von 78 Millionen Dollar an multiglobalen Unternehmen und besitzt zwei der größten Kreditinstitute der Erde. Sowas aber auch. Da haben wir einmal GPSG Financial und Unitas Energy Investments. Von seinen Anhängern als Personenkult hat Unity... Personenkult? Aha, okay. Hat Unitology sich zu einer anerkannten, ist klar, etablierten Religion gemausert. So. Ist klar. Sekte, sag ich doch. Die wesentlichen Fakten sind hinlänglich bekannt. Vor 200 Jahren ließ der Anthropologie-Professor Michael Altmann. Ich bin irgendwie gerade. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Film vor den Augen habt und gar nicht mehr so... Okay, ich bin schon still, ich lese weiter. Die nach seinen Angaben größte, Vertuschungsaktion
der wo bin ich denn? Erdregierung aufliegen. Die Entdeckung eines Artefakts, auch Marker genannt, das ohne jeden Zweifel bewies, dass es außerirdisches Leben im Universum gibt. Die Regierung bezeichnete Altmann daraufhin als Spinner. Voll bekloppter Typ. Doch seine Behauptung fielen bei einigen auf fruchtbaren Boden. Und sein mysteriöser Tod kurz danach schürte das Interesse noch. Unitologen glauben, der Marker enthielt einen Code, den Schlüssel zum ewigen Leben. Leben. Ich brauche eine Maus, ich kann mir gar nicht... Da steht Leben. Das durch Wiedergeburt und Auferstehung erlangt werden kann. Der Haken ist jedoch, dass man dafür erst sterben muss. So viel zu ewigem Leben. Sie sagen, die Regierung verstecke den Marker irgendwo, um seine Geheimnisse für sich zu behalten. Böse, böse Regierung. Im gesamten von Menschen besiedelten Weltraum preisen die Unitologen Altmanns Märtyrer tot und warten auf den Tag, an dem Gott kommt, um sie zu ihrem neuen Leben nach dem Tod zu geleiten. Im Prinzip hört sie das alles recht harmlos an, allerdings gibt es wie bei jedem Kult auch eine dunkle Seite. Unitologen nehmen innerhalb der Kirche Ränge ein. Niemand spricht je darüber, aber die meisten Kritiker glauben, dass es mindestens 3 Ränge über dem durchschnittlichen Gläubigen, auch Eingeweihter genannt gibt. Mit jedem neuen Rang erhält der Anhänger mehr Einblick in die Angelegenheiten innerhalb der Kirche und in Forschungsergebnisse. Wie man als Unitologe aufsteigt? Ganz einfach, indem man der Kirche Geld spendet und Macht verleiht. Ein bisschen runterscrollen, dass ich nicht währenddessen die ganze Zeit scrollen muss. Aber bei Geldspenden bleibt es nicht. Die Kirche verlangt zudem von ihren Anhängern, dass sie ihr nach dem Tod ihre Leiche zur Verfügung stellen. Warum? Was sie damit machen? Das weiß keiner. Und jegliche Versuche, den inneren Kreis zu infiltrieren, sind kläglich gescheitert. Da aber Transformation und Wiedergeburt die Hauptsäulen ihres Glaubens sind, wollen wir die Antwort vielleicht auch gar nicht wissen. Noch ein bisschen runterscrollen. Ach so, bin schon ganz unten. So ein Zufall aber auch. Ein weiteres Gerücht, das sich beharrlich hält, besagt, dass die Kirche Gelder für ein geheimnisvolles Schiffbauprojekt sammelt. Einige behaupten sogar, sie hätten eine Flotte gesehen. Es gibt zwar keinerlei dokumentierte Beweise darüber, doch beteuern sämtliche angebliche Augenzeugen, dass sie diese Mausoleumsschiffe trotz ihrer enormen Größe, weiter auf Seite 94. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir mal hier deutlich kräftiges Hintergrundwissen, was ich mir schon so lange mal gewünscht habe. Und ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Das war ja gar nichts, aber ich glaube, ich habe diesmal auch ein bisschen viel am Stück aufgenommen. Und dafür ist auch vielleicht schon ein bisschen spät tatsächlich. Ich werde mir jetzt hinlegen und in Zukunft vielleicht einfach mal ein bisschen früher anfangen mit Aufnehmen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, dann bin ich vielleicht nicht mehr so müde beim Vorlesen und komme nicht so durcheinander. Naja, egal, macht's gut. Gute Nacht, bis dann, tschüss.